Also herzlich willkommen zu der Projekte-Kurzvorstellung. Die gibt es heute einmal. Die Spielregeln sind folgendermaßen. Jedes Projekt darf für 2 Minuten kurz was darüber erzählen. Natürlich ist das denn kein umfangreicher Vortrag, sondern wirklich bloß eben einmal schnell, es geht uns darum und so weiter. Und die weiteren Spielregeln, 2 Folien. Und wir beginnen einfach spontan jetzt mit Kubuntu. Hallo, ich bin Monika Eggers. Ich bin von kubuntu.de.org hier. So, was ist Kubuntu? Kubuntu ist eine von den Varianten von Ubuntu. Andere Varianten davon sind auch Xubuntu und Lubuntu. Die unterscheiden sich nach der grafischen Oberfläche. Das ist bei Windows nicht wie bei Windows fest gekoppelt, sondern man kann sich aussuchen, was man da haben will. Gemeinsamer Unterbau und dann halt als Oberfläche Unity oder KDE oder XFCE oder LXDE. KDE ist die grafische Oberfläche von Kubuntu. Die ist besonders konfigurierbar im Gegensatz zu den anderen, aber genauso einfach zu benutzen. Ist also auch für Einsteiger, für Umsteiger nutzbar. Alle 6 Monate bringt Ubuntu in allen Varianten eine neue Version raus. Die sind ein bisschen ungewöhnlich nummeriert. Und zwar ist der erste Teil der Nummer ist das Jahr und der zweite Teil ist der Monat. Es kommt immer im April und im Oktober eine Version raus. Es ist jetzt also gerade eine erschienen. Das ist dann natürlich 12.10. Wie gesagt, sehr einsteigerfreundlich, besonders sehr einfach zu installieren. Eine DVD kann man von USB-Stick oder von einer DVD eben installieren und fast keine Fragen. Im Prinzip kann man das von einem Huhn installieren lassen, ein paar Körner drauflegen, Enter, 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 fertig. Sehr einfach zu benutzen und nicht nur das System an sich ist einfach zu benutzen, auch die Community ist sehr einsteigerfreundlich. Es kommt dann relativ selten so ein Rizifein-Manual zurück, sondern man wird doch relativ an die Hand genommen. Was ist kubuntu.de.org? Das ist die deutschsprachige Community für Kubuntu. Wir haben ein Forum, das ist unser Hauptteil. Wir haben einen Chat, wo ihr kommen könnt, Fragen stellen könnt, wenn es sich irgendwelche Schwierigkeiten auftun. Wir schreiben Nachrichten in unser Portal, haben auch eine Mailingliste, die nicht mehr so stark genutzt ist. Ein kleines Wiki und wir kommen auf Messen wie die hier. Und wie immer unser Hilferuf, wir brauchen mehr aktive Leute, die mitmachen wollen, zum Beispiel News schreiben oder sowas. Man muss nicht für alles ein Technikfreak sein. Also wenn ihr gerne helfen wollt, meldet euch bei mir oder im Forum. Ja. Moin, ich bin Frank Bartels. Ich wollte gerne Arduino, unser Arduino Workshop bzw. unser Frickelabend vorstellen, der in der Toppoint jeden Freitagabend stattfindet. Wir machen da Arduino und andere Dinge, basteln in allen möglichen Richtungen, insbesondere die Mikrocontroller-Programmierung. Und da ist der ganz einfache Einstieg mit Arduino natürlich das, was so richtig die ersten Erfolgserlebnisse gibt. Das ist ganz einfach. Man hat hier so ein Arduino-Board, was man per USB an den Computer anstecken kann. Es gibt da eine fertige Software, die man sich installieren kann für Windows, Mac und natürlich Linux. Und das ist alles Open Source, das Hardware, das Platinen-Layout ist Open Source, die Bibliothek ist Open Source und Projekte, die wir machen, sind natürlich auch in der Regel Open Source. Das ist also wirklich kreativ sein mit Technik, einfacher Einstieg. Man sieht bei den Exponaten, dass dieses Standardboard nicht das einzige ist, was man da benutzen kann. Man kann da praktisch den Mikrocontroller herausoperieren und da eigene Schaltungen drumherum bauen. Zum Beispiel die 3D-Matrix hätte ich da im Angebot oder ein kleines Namensschild, was aus dem Handy-Display und so einem Mikrocontroller, der auch auf dem Arduino-Board benutzt wird, besteht. Was ist das? Ich habe noch 30 Sekunden. Arduino ist ein schöner Einstieg, der einfach ist, aber man kann tatsächlich auch tiefer durchgreifen bis zur Hardware-Ebene. Also wenn zum Beispiel die Arduino-Funktionen einem zu ineffizient arbeiten, dann kann man da direkt mit der Hardware operieren. Okay. Moin Moin, mein Name ist Mike, ich möchte gerne die Toppoint im Allgemeinen vorstellen.
Wir haben nicht nur, wie mein Vorredner schon ausgeführt hat, Arduino am Freitag und Frickeln im Generellen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit freier Software, haben einen Podcast, der sich mit technischen Dingen beschäftigt und halt in einem sogenannten Interviewstil stattfindet, den man auch runterladen kann auf unserer Webseite. Wir haben eine LPI-Gruppe, die sich beschäftigt mit der Schulung von Menschen, die gerne mehr wissen wollen über Linux und die Serveradministration. Ja, und haben viele verschiedene Aktivitäten und würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn sich noch mehr Leute sozusagen in unser Toppoint einfinden würden. Wir haben Serveraktivitäten, Server zu laufen, die bearbeitet werden können. Wir sind momentan stark involviert in das Kieler Freifunknetz, was wir versuchen hier in der Stadt zu etablieren. Wir arbeiten dort zusammen mit den Lübeckern von der Metameute und haben damit sehr viel Erfolg. Kann man auch im Internet sich angucken und unten bei uns am Stand. Ja, viele Aktivitäten rund um die Technik, rund um freie Software. Das ist das, was wir uns so verschrieben haben. Und ja, würden uns darüber freuen, wenn sich noch mehr Leute irgendwie dafür interessieren würden und einfach mal vorbeischauen. Ist eigentlich Montag läuft auch die Chaosküste, Dienstag sind Schulungen, Mittwoch sind auch irgendwelche Aktivitäten, die immer stattfinden. Mittwoch und Montag, höre ich gerade, ist LPI. Donnerstag ist dann auch halt ein schöner Tag vorbeizuschauen. Freitags, wie mein Vorredner gerade angesprochen hat, ist Frickel, der auch sehr stark beschäftigt ist und ja. Würde mich freuen und bedanke mich erstmal. Ah ja. Ja, wie mein Vorredner schon meinte, beschäftigen wir uns in der Toppoint auch mit dem Freifunkprojekt. Und ich möchte einmal kurz ein klein wenig erklären, was das ist und vielleicht auch Leute zum Mitmachen motivieren. Und zwar ist Freifunk ein unabhängiges Kommunikationsnetz, was von seinen Nutzern gepflegt, aufgebaut, verwaltet wird. Und man kann da ganz einfach mitmachen, indem man sich einfach so ein kleines WLAN-fähiges Gerät, wie zum Beispiel so ein WLAN-Router mit spezieller Software, zu Hause hinstellt. Und dann kann man darüber quasi sofort loskommunizieren, beziehungsweise frei losfunken. Freifunk beschäftigt sich halt generell mit einem Problem, und zwar immer, wenn wir halt miteinander kommunizieren wollen, sind wir darauf auf andere Leute angewiesen, beziehungsweise in den meisten Fällen bisher immer auf irgendwelche kommerziellen Anbieter. Und die können uns quasi vorschreiben, was wir zu machen haben und was wir machen dürfen und wie viel Bandbreite wir irgendwo hin funken dürfen oder senden dürfen. Und das versucht man halt hier im Freifunk irgendwie ein bisschen abzuschaffen. Des Weiteren ist das halt eine Sicherung eines Grundrechts, was wir alle haben, und zwar das Grundrecht auf Kommunikation miteinander. Und die wollen wir uns halt nicht nehmen lassen und deswegen möchten wir halt gerne selber Infrastruktur haben, um diese Grundrechte und diese Möglichkeiten selber verwalten und aufbauen zu können. Ja, als letztes Schlusswort, wenn man mitmachen will, dann kann man das ganz einfach quasi hier damit loslegen. Wir haben unten nämlich schon vor geflashte Router, also geflasht halt die Software ist da schon installiert, die kann man zum Selbstkostenpreis bei uns einfach mitnehmen und dann gleich zu Hause losfunken. Danke. So, womit geht's weiter? Und welcher Taste? Alles klar. Also, hallo, mein Name ist Maren Hachmann und ich bin Teil des Organisationsteams von diesen Linux-Tagen in Kiel. Und ich wollte Ihnen einmal die Lounge vorstellen, die Sie ja wahrscheinlich alle schon draußen hier vor der Tür gesehen haben. Ja, in der Lounge soll man nicht nur loungen und sitzen, sondern die erfüllt noch tatsächlich einen konkreten Zweck. Und zwar soll einfach allen Besuchern, die das vielleicht noch nicht so kennen, Linux nahegebracht werden. Man kann dort an zwei Rechnern Linux ausprobieren mit vielen verschiedenen installierten Programmen und man kann dort sich auch beraten lassen zu Linux-Themen. Des Weiteren ist auf diesen Rechnern einfach zur Demonstration einmal sind zwei verschiedene Desktops installiert, dass man sich das anschauen kann, die Unterschiede kennenlernen kann. Das eine ist ein KDE-basierter Desktop, KDE 4, und das andere ist ein Desktop namens Cinnamon, der auf GNOME basiert.
Ansonsten haben wir auf diesen Linux-Tagen auch den Schwerpunkt Multimedia und das spiegelt sich natürlich auch in unserer Lounge wieder. Man kann dort ein Multimedia-Center unter Linux erleben, das OpenELEC drauf installiert und dort werden Filme und Musik abgespielt und man kann sich die anschauen. Die Filme sind insbesondere Creative Commons-Filme. Das heißt, sie stehen unter dieser Lizenz, die es ermöglicht, dass man Filme frei weiterbearbeiten darf, teilweise unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel unter der Voraussetzung der Namensnennung. Und es gibt dazu auch einen kleinen Infofilm, in dem man das nochmal erklärt bekommt. Ja, ansonsten kann man natürlich dort auch einfach loungen oder sich hinsetzen, unterhalten oder mit seinem Handy oder Laptop ins Internet gehen über unseren Besucher-WLAN-Zugang und es gibt auch ein paar kleinere Überraschungen. Und um die rauszufinden, schauen Sie doch einfach mal vorbei. So, damit das Ganze auch fair zugeht, habe ich jetzt die Stoppuhr abgegeben und erzähle kurz was über M23. Das ist auch ein Projekt, was es in der Linux Lounge zu begucken gibt. Kann ich ein bisschen was darüber erzählen? Ich bin der Hauptentwickler. Es geht dabei darum, viele Rechner über das Netzwerk zu installieren. Also wenn man in Firmen ist, wo man eben mehrere Rechner hat, wird es halt lästig, die alle per Hand zu installieren. Und dafür gibt es eben Softwareverteilungssysteme wie M23. M23 installiert eben nur Linux-Systeme, aber verschiedene Distributionen, also Debian und Ubuntu und OpenSUSE, Fedora, CentOS aktuell. Es geht eben um die Installation und Deinstallation, Wartung, Aktualisierung von bestehenden Systemen dabei, aber eben auch Installation von Grund auf. Man kann eben auch Systeme integrieren, die vorher schon bestanden. Debian und Ubuntu. Wenn man wirklich viele Systeme hat, gibt es auch Funktionen dafür, um die alle zu managen. Man kann die in Gruppen zusammenfassen und auch automatisch ausrollen lassen. Backup-Systeme sind auch schon mit dabei. Virtualisierung, dass man auf jedem M23-System weitere virtuelle M23-Clients installieren und administrieren kann. Dann gibt es noch Entwicklerwerkzeuge, falls man das Ganze anpassen möchte. Und wie das Ganze aussieht, man nimmt einen Client auf, gibt ein paar Informationen vor, IP-Adresse, weitere Netzwerkeinstellungen und danach fährt dieser Rechner über das Netzwerk hoch, macht eine Hardware-Inventarisierung, dann sehe ich das Ganze wieder in der Web-Oberfläche, wo ich den Rechner dann partitioniere und formatiere, eine Oberfläche auswähle und ja, dann installiert er sich da lustig vor sich hin und im Laufe kann ich dann weitere Installationen, Deinstallationen machen und die Systeme halt warten. Und ich bin bei Null angekommen. Sehr schön. Ja, hallo, mein Name ist Jacqueline Rahemipour. Ich möchte hier das LibreOffice-Projekt vorstellen. LibreOffice ist eine freie Office Suite, die ja alle wichtigen Komponenten für die Büroarbeit umfasst, also Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und noch vieles mehr. LibreOffice ist eigentlich ein relativ junges Projekt, uns gibt es erst seit gerade mal 2 Jahren. Wir haben gerade eben den 2. Geburtstag gefeiert, aber unsere Geschichte ragt natürlich ein bisschen weiter in die Vergangenheit, da wir uns als Nachfolger des OpenOffice-Projektes verstehen. Die meisten kennen wahrscheinlich so auch die Hintergründe und haben darüber auch schon vielleicht im letzten Jahr hier etwas erfahren. Wir haben, seitdem wir uns von OpenOffice.org oder von dem Projekt eben getrennt haben, sehr, sehr viel erreicht. Wir haben unglaublich viele Entwickler hinzubekommen, die das Projekt jetzt eben eigenständig fortführen. Wir haben in diesem Jahr eine Stiftung gegründet, die die Basis für unsere Arbeit schafft. Und ja, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall eben auch weiterhin ein stabiles und auch innovatives Produkt zur Verfügung stellen können. Und ohne dass eben da ein einzelner großer Hersteller eben das Hauptsagen hat.
Auf den Kieler Linux-Tagen haben wir ja diverse Male das Projekt LibreOffice auch dabei, natürlich auch in der Linux-Lounge. Heute Nachmittag gibt es noch einen Vortrag von mir, wo ich eben noch mal intensiver über ja, die aktuellen Geschehnisse im Projekt eben berichten möchte und eben auch zeigen möchte, wo wir aktuell stehen. Morgen gibt es noch einen Workshop. Der Workshop soll mehr in die Praxis natürlich hineingehen. Da zeige ich einfach mal auch direkt eben Dinge in LibreOffice. Der Workshop ist insbesondere für Umsteiger gedacht, also wenn jemand eben andere Office-Pakete kennt, dass er sich schnell in LibreOffice zurechtfindet. Ja, vielen Dank. Ja, also vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt könnte ich alle zur Wurst verabschieden, aber die Wurst ist wiederum nicht gekommen, wie letztes Jahr. Ich weiß nicht warum. Aber es gibt unten was zu essen. Also es braucht jetzt niemand abzuhauen. Also es gibt Suppen aus einem Automaten. Es gibt aber auch Sandwiches und Süßspeisen und alles Mögliche. Gibt es unten für jeweils 2 €. Vielen Dank fürs Erscheinen und morgen zur selben Zeit machen wir quasi dasselbe auch nochmal. Gut.